So, jetzt geht's zur Tafelrunde und da finde ich dann Corin das erste Mal. Und du bist Corin? Ja, das ist Corin. Das heißt, bis Altos Plateau ist der erstmal irrelevant. Kommen zurück zum neuen Elden Ring Video. Heute machen wir die Questline von Corin, den ihr das erste Mal am Roundtable trefft, der euch Anrufungen verkauft. Und sobald ihr Godric besiegt habt, taucht Corin hier auf. Da vorne steht er. Hier an der Straße. Also Leute, ihr müsst auf der Brücke, wo ich gerade war, mit der Goldmaske sprechen, nicht sammeln. Und dann ist hier, müsst ihr nochmal mit Corin sprechen und ihm sagen, wo die Location von der Goldmaske ist. Und dann geht's weiter. Und wenn wir jetzt an der einer Gnade kurz reloaden, dann wird Corin neben der Goldmaske stehen und uns nochmal neue Sachen verkaufen. So, da vorne ist er. Das ist neu. Diskurs aus Licht. Das heißt, jetzt als müssen wir erstmal Ranella besiegen. Ranella. Und dann nach Lane Dale rein bis zum Kolosseum. Das sollte ich hinkriegen. Also wir fassen kurz zusammen. Corin findet ihr das erste Mal am Roundtable. Roundtable kommt hier hin nach Margit. Wenn ihr Godric besiegt habt, geht Corin nach Altos Plateau, habe ich euch gezeigt. Und wenn ihr dann Ranella besiegt habt oder irgendeinen anderen Gott, dann geht Corin hier hin. Also jetzt müssen wir das Rätsel lösen. Und das Rätsel lösen wir, indem wir erstmal ein bisschen weiter progressen. So, das war der. Wie heißt die Gnade jetzt hier? Ist das die meinten mit dem Elevator runter? Refugium des Erdenbaums. Den Baum hoch, dann sagt er, soll man hier links aufs Dach. Wo ich übrigens auch noch nie war. Und rechts. Ich war hier echt noch nie, ne? Ich wusste, hab das hier Item im NG1. Habe ich das Item hier nie geholt. Was ist das? Weiß man das? Prinzipien der goldenen Ordnung. Was kann das? Ich muss das Buch erst abgeben und dann den Zauber bekommen. Ah, Kirche der Gelübde ist wahrscheinlich einfacher hinzukommen, oder? Was sagst du? Oh Mann, ey, das ist auch schon ein scheiß Weg, ne? Oder nochmal zu Corin rennen. Corin ist halt hier. Nochmal den Bär. Ah komm, ich laufe nochmal zu Corin. Scheiß drauf. Na, guck hier, Gebetbuch überreichen. Da. Gesetz der Regression. Also das hier ist. Refugium ist Sanctuary anscheinend. Müssen wir hier raus. Und dann ist da auch der Aufzug.
Wenn er nicht oben ist, könnt ihr euch dann rufen. Dann lauft ihr hier überall runter. Und hier ist ein... Nur Regression enthüllt Geheimnisse. Ist die Frage, muss ich es hier machen oder muss ich es hier machen? Ich guck mal kurz hier. Zauberspruch versuchen. Also, hier ist Radagon oder so, glaube ich. Jetzt machen wir Regression. War es das jetzt schon? Ich probiere es nochmal hier. Nämlich irgendwie nichts gesehen. Aha. Aha. Hat sich geändert. Das tut richtig weh. So, dann gehen wir zurück zu Corrin. Stelle. Und das, obwohl wir so weit gekommen sind, warum ausgerechnet jetzt? Jetzt müsst ihr nämlich mit dem sprechen. Und er erzählen, dass Radagon Marika ist. So, und ich glaube, jetzt kommt Corrin erst wieder im Eisgebiet. Ich gehe jetzt nochmal zu Corrin, nachdem ich hier Morgoth besiegt habe. Nur für den Fall der Fälle. Will nichts verkacken mit Corrin. Okay, ich musste zum Glück nochmal mit dem sprechen. Zum Glück bin ich nochmal hierhin. So. Wir sind fast da. Ist nicht mehr weit. Noch hier den Weg entlang, der sehr gefährlich ist. Und dann hier runter. Oder kann ich auch hier lang? Ich kann auch hier lang, ne? Da ist zwar hier der Baumgegner, aber der ist ja scheißegal. Den könnte ich sogar schnell killen. Jetzt geht's endlich weiter mit Corrin. Also wir sind 1000 Kilometer gelaufen, sind endlich da. Und jetzt bin ich gespannt. Was erzählt sie? Also, sobald Farum Azula durch ist, müssen wir erstmal Corrin finden. Der ist da irgendwo beim Speer. Corrin irgendwo beim Speer. Mit dem so lange quatschen, bis er nichts mehr zu erzählen hat. Und dann geht's hoch zur Goldmaske, die dann am Kolosseum sein soll. Und da kriegen wir dann die Mending Rune. Auf Perfect Order oder sowas. Was ein neues Ende hervorbringt. Da ist Corrin. Ich nehme mal kurz das Item hier mit. Und das Goldmaskenset, wenn ich dann einmal reloade. Okay, das war alles. Jetzt einmal reloaden. Goldruby, this is Elden Ring. Und jetzt haben wir Corrins Klangperle und Corrins Robe und den Flegel. Und jetzt geht es darum, die Goldmaske zu finden. Zur Goldmaske. Bist du hier irgendwo? Lehrer voraus. Ja, hier haben wir ihn gefunden. Hier ist die Goldmaske. Heilrune erhalten. Heilrune der perfekten Ordnung. Wenn man jetzt hier reloadet, dann bekommt man auch das Armor Set von der Goldmaske. Die Goldmaske an sich hat man ja schon. Die kriegt man ja direkt am Anfang. Am Altus Plateau. Und jetzt bekommt man auch die Goldmasken Kleidungsteile. Lumpen, goldene Armreife, goldene Hüftscheiße. Schaffe ich das? Ja, schaffe ich. Eldenbestie. Die Lore, das wissen ja viele nicht, ist ja so, dass Eldenbestie aus dem Weltraum kommt, ne? Kam aus dem Weltraum, hat dann die ganze Welt hier übernommen. Eldenecho. Wie viel gibst du? 1,2 Millionen, na, das lohnt sich. So, jetzt ist ganz wichtig, erstmal die Gnade hier zu aktivieren.
Und dann einmal speichern. Viele haben mich gefragt, wie das geht mit dem Spielstand hochladen. Deswegen zeige ich das jetzt nochmal. Spiel schließen. Als allererstes müsst ihr in den Einstellungen ausschalten, dass Speicherdaten automatisch hoch und runter geladen werden. Dann könnt ihr einmal den Konsolenspeicher hochladen und den Cloud-Speicher überschreiben. So. Dann könnt ihr wieder in das Spiel gehen. Das Ganze geht übrigens auch mit einem USB-Stick. Wenn ihr einen USB-Stick anschließt, dann könnt ihr auch euren Speicherstand auf einen USB-Stick laden und auch von dort wieder runterladen, falls ihr mehrere Sachen hintereinander machen wollt für Trophäen oder sonstiges. Wir machen jetzt erstmal das Ende von Corrin. Da ziehe ich mir passend auch die richtige Kleidung zu an, würde ich sagen. Das Goldmaskenset. So, und dann können wir jetzt hier aussuchen, welche wir nehmen wollen. Wir nehmen als erstes mal die perfekte Ordnung. Die kenne ich auch noch nicht, deswegen würde mich auch interessieren. Das war das Ende für Perfect Order. Finde ich ganz cool. Und jetzt machen wir noch hinterher als kleines Add-on das Ende von dem Dung-Eater. Dafür ziehe ich natürlich auch wieder die richtigen Klamotten an. Und dann gibt es eigentlich nur noch das Vier-Ende. Dafür muss man halt die Vier-Questline machen. Vielleicht zeige ich euch die noch die vier Questline. Das heißt erstmal die Klamotten vom Dung Eater bitte.
Heilrune des grausamen Fluchs benutzen. Bin ich gespannt, was macht er mit dem Kopf? Den auch hoch. Macht den auch dran? Boah, der Baum sieht gar nicht gut aus. Guckt euch mal den Himmel an. Crazy. Ja, das ist das Ende vom Dung Eater. Ja, Leute, das war's für das Video. Ich habe gesehen, ganz viele Leute schauen gerne meine Videos anscheinend, aber abonnieren nicht den Kanal. Also nochmal für alle diejenigen, die jetzt das Video geschaut haben, es gut fanden, abonnieren ist kostenlos. Support ist kein Mord, also gerne ein Follow dalassen und liked das Video und bis zum nächsten Mal. Haut rein.